So, willkommen zurück bei Ixion. Nächste YouTube-Folge. Lasst euch nicht irritieren im Stream. Ich mache wenigstens eine ganz kleine Anmoderation. Unser Team konnte einer der vielen kristallinen Hohlkammern unter der Oberfläche von Playmouth 37 erkunden. Im Inneren dieser gigantischen Geoden befinden sich riesige Kristalle in toxische und ätzende Gase getaucht. Trotz der gefährlichen Bedingungen und Desorientierung durch die kaleidoskopische Natur der Höhle kam es zu keinen Zwischenfällen. Das Team konnte neue Schlüsse über unterirdische nukleare Aktivitäten und deren Einfluss auf die Formation kristalliner Strukturen ziehen. Oh, als wir uns für den Abflug vorbereiten, entdeckten wir eine geologische Struktur, die eine Art Höhlenbehausung zu beherbergen scheint. Wir bitten um Erlaubnis, den Ort zu untersuchen. Untersucht die geologische Struktur. Alle tot. Ich will auch. Ah! Die Geode lebt. Und will unser Freund werden. Werkstätten reparieren Gebäude automatisch. Ich dachte, das tun die eh. Kann pro Mahlzeit 20% mehr Bürger versorgen. Nee. Oh, bis zu 40 Bürger. Weil wenn ich hier hinten die Zellenquartiere, aber die haben minimale Qualität. Also es ist halt wirklich, wahrscheinlich hast du so einen kleinen Käfig, an wo du die Finger durch die Gitter stecken kannst. Dann wartest du auf deine nächste Arbeitsschicht. Das ist natürlich so ein Brocken. Wasser kommt noch. Der vermeintliche Standort einer Troglodytenbehausung war nichts weiter als eine optische Täuschung, entstanden durch das Licht, das durch den dichten Nebel der Atmosphäre von Playmouth 337 fällt. War wahrscheinlich derselbe Loser, der auf dem anderen Planeten auch was gesehen hat. Chef, guck mal da. Chef, ich hab Malheur. Chef, kauf mir Brille. Haben wir noch Eisen zum Abbauen? Wir haben auch ganz viel Eisen zum Sammeln. So, optimierte Quartiere. Jetzt haben wir in Sektor 1 244 Bevölkerung. Das ist natürlich richtig doof, ich kann nicht genau sehen. Also klar, ich kann natürlich hochrechnen. 5 Wohngebäude wären ja 200. Also würde ich so 7 Wohngebäude behalten. Oder wir behalten einfach 10.
Das heißt, Absicht, dass die Schiffe in Eis gar keine Prio haben. Ja, zurzeit können wir das Eis ja auch nicht verarbeiten. Also wir haben die Technologie zwar jetzt. Ach, das sind optimierte Quartiere. Was ein Unsinn, die noch genauso viel Platz weg wie die anderen. Ja, okay, die kannst du mehr in die Tiefe bauen. Die halten dann 10 mehr, ja. In die Zukunft. So, Technologie zur thermischen Regulierung freigeschaltet. Nur 2,5% mehr Energie wird produziert, das ist natürlich nichts. Passt schon. So, wo schicken wir dich jetzt hin? Nach bei der Will bringt's ja nichts. Da müsst ihr nach Mac Air. Haben einen schwachen Spuren der Dolus-EKP-Signatur und da des Planeten Mac Air nach der Flugbahn zu urteilen, ist das Schiff in die Atmosphäre des Planeten eingetreten. Die Koordinaten einer möglichen Abschlussstelle wurden ermittelt. Baut die Polymere um. Das war übrigens, glaube ich, vorhin das Upgrade. Einer von ein, also es wird immer einzeln aufgetaut und das in 0,3 Zyklen. Vorher wurden ja irgendwie 3 Leute in einem Zyklus aufgeteilt. Aber das haben wir, glaube ich, bekommen durch den einen Planeten. Wo ist sie denn? Kryokammer. Ist überhaupt so hier drin? Ja. Komisch. Ich bin irritiert. Aber doch, das war am Anfang so, ne? 3 Leute pro Zyklus. Man kann ja vorstellen, dass nur das Upgrade nicht finden, was wir vorhin auf dem Planeten gefunden haben.
So, das Team der Archimedes hat die Abschussstelle erreicht. Die Oberflächentemperatur des Planeten ist extrem niedrig und das Team hat die gefrorenen Überreste eines Forschungsschiffs im Eis gefunden. Errichte Aushubinfrastruktur. Ja. Fehlt aber eigentlich was, cool, du kriegst ja die Ressourcen wieder, wenn du baust, ne? Fehlt eigentlich wirklich die Möglichkeit, Sachen zu verschieben. Ich glaube auch nicht, das wird das Spiel ja nicht unbedingt schwerer machen. Dann wird das halt an einer Stelle abgebaut, an einer Stelle wieder aufgebaut. Das soll jetzt nicht schlimm. Plus 2 durch Hauptunterkunft optimierte Quartiere. Und hier werden wir auch richtig viel Platz einsparen können durch die optimierten Quartiere. Schmeiß die Jungs auf die Straße. Stopp, 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 stopp. Das ist, weil ich gerade noch den ganzen Stahl hier rüber schiebe. Sektor 6 soll keine Legierung mehr anfordern. An accident has occurred in the typhoon. Ist die Krise, wie langsam die Elektronikteile gemacht werden. So, holt die Legierung aus den Gebäuden. Wir müssen noch zwei Baugebäude hier haben. Also Bauteams, das sollte relativ schnell alles gehen. Ja, ich kann mir auch gleich angucken, wie die gestorben sind auf dem Planeten. So, Archimedes. Verbesserung, hochwertiges Schmiermittel für Werkstatt freigeschaltet. Alle verwertbaren Komponenten wurden für die Extraktion aufbereitet. Das Team der Archimedes konnte Daten bergen, die Aufschluss über die Absturzursache gaben. Dieses Forschungsschiff mit dem Namen Emma Place gehörte zur zweiten Generation der Taurus-Klasse Suprastruktur namens Protagoras. Es wird ein Angriff durch ein UNO-Schiff namens
Etemenanki erwähnt. Schwer beschädigt versuchte ja Emma Place auf Mac Air nur zu landen, war dabei aber zu schnell und verdampfte beim Aufprall fast vollständig. Das Besatzungsverzeichnis wurde geborgen. Dann sammeln wir erstmal die Forscher und gucken wir mal, wofür wir die einsetzen. Ich habe jetzt extra keine Forschung gerade laufen. Moment, wir haben einen eingehenden Anruf. We have collected and analyzed enough data to locate the Protagoras on the planetary system map via. Da werden wir bestimmt Krio, also viele Menschen finden drauf. Ach so. Die Nahrungsmittelheide hat ein Problem. Die Entdeckung des Angriffs der Etemenanki auf die Protagoras hat viele Theorien der Besatzung über die Feindseligkeit der UNO gegenüber Dolus bestätigt. Die Besatzung ist erschüttert zu erfahren, dass sie von den ehemaligen Behörden der Erde mit dem Siegel der Verbannung belegt wurde. Dies wird die Verbreitung der Tote-Erde-Krankheit auf der Tikkun verstärken. Was für ein Unsinn. Die sind alle schon tot, Leute. Ich finde nur ein gutes Therapiezentrum. Und dann wird mal ordentlich abgehottet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Also 480 Leute können jetzt hier sein. So, schieb mal Polymer rüber. Da ist sie. Aber wir bleiben erstmal ganz cool. Wir haben noch ein bisschen was zum Bauen auf der Station selbst. Auf unserer Station, bevor wir jetzt da anfangen, die Herrschaften ranzuziehen. Ich möchte gerne von Sektor 1 zum Sektor 2. Nicht-Arbeitskräfte. Von Sektor 1 nach Sektor 6. Arbeitskräfte.
hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Aber hast du vor, die Story von Midnight Sun noch zu Ende zu bringen? Ja, habe ich. Wir werden auch Midnight Sun wieder spielen, die Tage. Es kommt halt nur immer mal was dazwischen. Ich habe heute erstmal für Midnight Sun alle Videos für YouTube eingestellt. Es tut mir immer sehr leid, wenn es auf Twitch nicht so schnell ist. Wir werden nächstes Jahr es ein bisschen anpassen. Also nächstes Jahr werde ich entweder Spiele vorstellen, wir werden eine feste Let's Play-Liste machen, wir werden Spiele durchspielen und dann das nächste Spiel anfangen und dazwischen nur Angespielts machen. Und wenn dann noch das Interesse da ist für ein Komplett-Let's Play, dann werden wir dann Let's Play machen daraus. Beziehungsweise werden das Spiel komplett spielen. Damit ich endlich mal dahin komme, dass jedes Spiel, sag ich mal, so ein Anfang und Ende hat. Ohne dass ich ständig switchen muss zwischen allen Spielen. Sektor 2 ist noch ein bisschen angepisst, weil er die falschen Wohngebäude hat. Das ändern wir jetzt aber auch. Wollen auch nicht immer alle das gleiche sehen. Ja, aber wenn du dich fokussierst auf ein Spiel, bist du damit auch schnell durch. Es ist dann, sag ich mal, ne, in der Woche machst du so eine 30, 40 Stunden im Livestream und dann hast du ein Spiel relativ schnell durchgespielt. Wenn du natürlich immer wieder switcht, zieht der Rattenschwanz sich immer länger langfristig und dann hängst du halt da, ne? Es muss halt ein bisschen strikter sein. Ich kann nicht alles, also beziehungsweise es wird definitiv bestimmt irgendwo immer wieder mal ein Zwischenrelease geben, wo man dann sagt, ja Moment, das muss ich dann doch nochmal spielen oder beziehungsweise vorziehen. Weil das dann einfach ein kurzes Spiel ist von 8, 9, schieß mich tot Stunden. Aber das muss man in der Zukunft dann mal gucken, wie das läuft. Aber so wie jetzt gerade kann es halt nicht laufen weiter. So, wir haben Polymerlager von 200 hier. Achso, weil wir haben 300, weil wir in jedem Bereich ein Polymerlager haben. An accident has occurred in the typhoon. Schmeißen wir Silizium raus. Und schickt das woanders hin. Und der Forschungsschiff war fertig. Dann geht nach Tatra V8. Die Lager sind schon wieder voll.
science ship has arrived at its destination. So, was gibt's denn hier zu sehen? Unsere Sonde hat eine elektromagnetische Signatur entdeckt, die einem noch funktionsfähigen Dolos-Gerät zuzuordnen ist. Es scheint sich um ein nicht infiziertes Frachtschiff zu handeln, das inzwischen den Wasserstoff und Heliumwolken von Tatra V8 navigiert. Es reagiert nicht auf Kommunikationsversuche. Extrem starke Wirbelstürme bewegen sich durch die Atmosphäre von Tatra V8. Wir haben Schwierigkeiten beim Manövrieren und befürchten, jederzeit von einem Blitz getroffen zu werden. Wir haben das Frachtschiff erfolgreich lokalisiert. Es scheint unsere Anwesenheit nicht zu bemerken. Wir versuchen, das Frachtschiff zu kontaktieren. Es wurde eine Kommunikationsverbindung zum Frachtschiff hergestellt, doch die Besatzung der Archimedes erhielt nichts außer Rauschen als Antwort auf ihre Rufe. Damit das Frachtschiff, um eine Notlandung zu erzwingen. Das hört sich radikal an, aber irgendwie hört sich das besser an, als an Bord zu gehen. Stell dir vor, es ist ein Haufen Außerirdische drauf, die uns alle töten wollen. In the Typhoon. A probe has completed its scan. Ship team has completed a task. Die Halle kannst du schließen.
Toll. Vor allem hat alle Wissenschaftspunkte erhalten. Und abgestürzt. Oder durch das Eis und lass das hier umwandeln. Ach, ich weiß, warum hier nichts mehr passiert. Ich habe die Straße weggenommen. Und ich, Intelligenzbolzen, habe damals die Straße nach oben gebaut. Das war das Lager, das nach oben guckt. Deshalb wird es auch nicht geleert. Danke fürs Folgen, Anni. So, Datenabholzentrum abgeschlossen. Na komm, erforsch mal die Feuerwache. Ab da gibt es dann wahrscheinlich sofort Brände. Dekrete anzuwenden, um Krisen vorübergehend zu lösen. Verfolgte Sektorspezialisierung. Bevölkerung will ich. Ah ne, da unten habe ich ja noch einen für Nahrungsmittelproduktion. Das neue Forschungsschiff war ja fertig. Dann kann ich das nur noch... Ja, eigentlich nur noch zum Schiff schicken. Aber ich will noch nicht. Es sind noch andere Ereignisse verfügbar. Und ich glaube, wenn ich zum Schiff gehe, passiert was Großes, was halt einfach viel Zeit beansprucht. Und auch Arbeit dementsprechend macht. Speicherfeuer und schau. Nö, das ist ja wie Cheaten.
speichere einfach als Schwesterschiff und dann gucken wir. Ich glaube nicht, dass die Millionen Kapseln an Bord haben, aber bestimmt mehr als 5. Die Besatzung leidet unter dem langen Aufenthalt in einem Planetensystem, das für unsere Ziele ungeeignet ist. Ja, ja, wir sind schon zu lange hier, ich weiß. An accident has occurred in the Tycoon. Keine Sorge, ich mache euch zufriedener. Science ship has arrived at its destination. Richtig, und ich brauche noch Batterien, das kommt auch noch dazu. Unsere Sonde ist es gelungen, die Protagoras zu lokalisieren. Die Bilder zeigen, dass die Dodo-Station in Eis eingeschlossen ist. Sie sendet keine Signale. Wir sind in der Nähe der Protagoras. Obwohl die äußere Suprastruktur deutlich fortschrittlicher ist, sind die Ähnlichkeiten mit der Tikon frappierend. Der Rumpf wurde aufgerissen und die äußeren Systeme sind schwer beschädigt. Um auf den Hauptcomputer der Station zuzugreifen und Wohlkoordinaten zu erhalten, müssen wir zuerst durch das Eis brechen und an Bord gelangen. Schon den einen oder anderen Bock gebaut. Population transfer complete. Danke, Schiff 84 für ein Stufe 1, auf vielen Dank.
würde dich gern drehen. Hallo Kahnbohr. Lass mich raten. Nee, Eisenlager ist nicht voll. Aber ich habe die Straße zu früh weggemacht wieder. So abgebaut. Moment, müssen wir eigentlich gar nicht. Also doch, ist okay. Aber wir können Polymere noch auslagern in die anderen Sektoren. Okay, da haben wir kein Lager für Polymere, aber hier haben wir eins. An accident has occurred in the Tycoon. Was ist passiert? Wir haben die Protagoras betreten. Es gibt Anzeichen eines Konflikts und überall sind schwebende Leichen. Wir haben mehrere Kryokapseln gefunden, die wahrscheinlich von Evakuierungsmaßnahmen der Besatzung stammen. Viele Sektoren sind drucklos und stark beschädigt. Fast alle Bereiche weisen Spuren von Plünderungen auf. Über eines der Stationsterminals konnten wir Diagnoseprogramme starten. Gemäß von den Dolus-Geheimhaltungsprotokollen wurde der Missionsbericht über den Zustand der Protagoras verschlüsselt und kann im Techniklabor analysiert werden. 950 Kryokapseln. A probe has completed its scan. Ja, ja, alles gut. Was machen so unsere Bohrschiffe? Wir dürfen kein Eis abbauen gerade.
Wir müssen irgendwo noch Eisen finden. Das haben wir schon. Wohnraum ist übrigens keine Spezialisierung. Nahrung ist eine Spezialisierung. Obwohl doch, es gibt Bevölkerungsspezialisierung, Entschuldigung. Und wir haben eine Spezialisierung auf Stufe 1 in unserem Nahrungsmittelsektor. Das ist der Industriesektor und das hier wird der neue Nahrungsmittelsektor. Damit ich mit dem Umbau und so viel rumhantieren kann. Das Problem ist einfach, im Industriesektor habe ich im Moment keinen Platz für das, für die Fusionsstation. Und ich will jetzt gerade keinen weiteren Sektor aufmachen. Das wird am Anfang erklärt, wird aber erst aber der Dekretstation ersichtbar. So, den schalten wir direkt aus. A probe has completed its scan. Achso, Eis ist ein... Also Wasser hat gar kein Lager. Wasser kann nicht zwischen Sektoren bewegt werden, ja. Dann ist das schon richtig, dass das hier ist. So, das Ding auch direkt aus. An accident has occurred in the tycoon. Zur Wartung. Population transfer complete. Weiß ich Forschung, die ich nicht habe. Zurück zu Tikon. So. Dann Sektoren. In Sektor 1 wird das Eis angeliefert. Eis kann gerne auf 0 gehen. Minimal, die brauchen ja kein Eis. Und hier Eis auf Maximum. Was ein bisschen blöd ist, als ob da keiner ein Rohr verlegen kann. Überirdisch.